Jetzt am Wort Verteidigungsministerin Claudia Thanner von der ÖVP. Und Kinder und Jugendliche vor den Bildschirmen. Denn Sie sind es, die im Zentrum all unserer Überlegungen stehen müssen und stehen in den letzten Tagen und auch in Zukunft. Unser Heer, Schutz und Hilfe, die strategische Reserve der Republik Österreich, das hat, und das wurde schon angesprochen, nicht zuletzt die große Cyberattacke auf das Außenministerium zu Beginn des Jahres gezeigt, als Experten unseres Hauses zur Bekämpfung dieses Angriffes eingesetzt waren. Das hat der Einsatz der Soldatinnen und Soldaten nach dem hinterhältigen Terroranschlag Anfang November in Wien gezeigt, als das Bundesheer noch in der Terrornacht vollständig den Objektschutz in Wien übernommen hat, um die Polizei für Ermittlungsarbeiten entlasten zu können. Ja, Militärpolizei und Jagdkommando waren ebenfalls alarmiert und hielten sich für Aufträge bereit. Auch gepanzerte Fahrzeuge wurden bereitgestellt. Und das, sehr geehrte Damen und Herren, neben den zahlreichen Einsätzen bei der Katastrophenhilfe, vor allem die vielfältigen Assistenzeinsätze und Unterstützungsleistungen in der Corona-Krise, die wir ja immer noch rund um die Uhr durchführen. Denn die Corona-Situation hat uns nach wie vor fest im Griff. Während dieser Corona-Pandemie hat unser Heer gezeigt, was es kann. Bis jetzt rund 5 Millionen an Arbeitsstunden, an Assistenzeinsätzen und Unterstützungsleistungen. Seit März waren im Durchschnitt jeden Tag knapp 1000 Soldatinnen, Soldaten und Zivilbedienstete gegen Covid-19 im Einsatz. An dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön Ihnen allen. Wir mussten diesen Einsatz ja sogar ausweiten, um die Gesundheitsbehörden bei der Bewältigung der Pandemie zu unterstützen. Vergangene Woche haben wir den Bundesländern angeboten, die Anzahl der Bundesheerbediensteten, die zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden eingesetzt sind, zu verdoppeln. Und es haben davon auch zahlreiche Länder Gebrauch gemacht. Die Soldaten helfen österreichweit bei Grenzkontrollen, beim Contact Tracing, bei Drive-ins an Teststationen, bei der Abwicklung der Probeentnahmen und wo immer sie im Kampf gegen das Coronavirus gebraucht werden. Aktuell diese Woche insgesamt 1035 Soldatinnen und Soldaten im Corona-Einsatz. Und das, sehr geehrte Damen und Herren, geschieht zusätzlich zu den sicherheitspolizeilichen Einsätzen, Migration an den Grenzen und der Bewachung von schutzbedürftigen Gebäuden nach dem hinterhältigen Terroranschlag in Wien. Die Arbeitsbedingungen, und das vergisst man das eine oder andere Mal, die Arbeitsbedingungen sind für unsere Soldatinnen und Soldaten nicht immer leicht, denn alle müssen ständig aufpassen, nicht selbst krank zu werden, sich selbst durch die Einhaltung von strengen Maßnahmen vor Ansteckungen zu schützen. Und wir sind wieder gefordert. Wir sind gefordert, wir sind in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium, dem Bundeskanzleramt, mit den Planungsarbeiten für Massentests, die nach dem Ende des Lockdowns stattfinden sollen. Wir können stolz sein auf unsere Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz in der Slowakei im Rahmen der Nachbarschaftshilfe hier so wichtige erste Erfahrungen auch gesammelt haben, die uns jetzt alle zugutekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und gestern, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, haben Sie beschlossen, das Covid-19-Lager als Notvorrat mit Schutzausrüstung, sonstigen notwendigen medizinischen Materialien und Geräten zu errichten. Diese Lager sollen dazu dienen, Engpässe, Bedarfsspitzen für einen bestimmten Zeitraum auszugleichen. Und die anfallenden Kosten, sehr geehrte Damen und Herren, werden aus dem Covid-19-Krisenbewältigungsfonds bedeckt, sehr geehrte Damen und Herren. Allein diese angesprochenen Vorfälle und Geschehnisse im heurigen Jahr zeigen ganz deutlich, das Bundesheer muss an die neuen Herausforderungen angepasst werden und dazu braucht es ohne Zweifel auch das notwendige Budget. Die Versäumnisse, sehr geehrte Damen und Herren, in den vergangenen Jahren und nicht zu sagen Jahrzehnten, wir haben unglaublich viel
aufzuholen. Doch wir stehen jetzt am Beginn eines Veränderungsprozesses. Die Zeit des Stillstandes, sehr geehrte Damen und Herren, die ist vorbei. Wir werden gemeinsam das österreichische Bundesheer in das 21. Jahrhundert führen, um die sicherheitspolitischen Herausforderungen bewältigen zu können. Ich bitte Sie alle um Ihre Unterstützung dafür. Das eine sind die Zahlen 2021. Wir haben ja heuer 2020 mit 2,545 Milliarden Euro und einer Steigerung der Mittel um 9,9% das historisch größte Budget erreicht, das wir jemals gehabt haben. Das sind 258 Millionen Euro mehr. Und diesen Kurs, ja, den behalten wir auch nächstes Jahr bei. Wir schalten noch einen Gang höher. 2021 wird es noch mehr Budget geben. 2021 wird es ein Budget von rund 2,6728 Millionen Euro geben. Gegenüber dem Vorjahr 2019 entspricht das einer Erhöhung um rund 356,6 Millionen Euro beziehungsweise gegenüber dem Erfolg 2019 eine Steigerung der Mittel um 15,4%. Und das ist somit, so Sie das beschließen, sehr geehrte Damen und Herren, das höchste Budget der Geschichte des Bundesministeriums für Landesverteidigung. Sehr geehrte Damen und Herren, Kinder und Jugendliche, wir werden damit viele, viele notwendige Investitionen tätigen, auf die unser Heer schon so lange wartet. Wir beschaffen neue Hubschrauber, Fahrzeuge, Ausrüstung und Gerät. Wir investieren in die Infrastruktur. Von der Nasszelle bis zur Generalsanierung werden unsere Kasernen, jawohl, auf Vordermann gebracht. In den kommenden Jahren werden wir außerdem mit Sonderfinanzierungspaketen in den Bereichen Covid-19, Miliz, Assistenzeinsatz, Cybersicherheit, APC, Sanität, Terror- und Katastrophenschutz kräftig investieren. Ich greife ein Paket heraus, Cybersicherheit, Autarkie. Am heutigen Tag hat es einen Stromausfall gegeben in Penzing und Otterkring. Sie sehen, wie wichtig es ist, dass wir dafür sorgen, dass die Resilienz auch der Netze gegeben ist, die Verbindungen im Netzwerk gestärkt werden. Wir müssen auch die Digitalisierung des österreichischen Bundesheeres weiter vorantreiben und auch die Fähigkeiten unserer Nachrichtenämter zur Cyberabwehr verstärken. Das Sanitätspaket wurde bereits angesprochen. Auch hier muss ohne Zweifel die Mobilität verbessert werden. Und wir werden endlich damit beginnen können, die Sanitätsflotte auszutauschen bzw. zu ergänzen und die Transportfähigkeit durch Hubschrauber und ja auch durch unser Transportflugzeug, die Herkules, müssen ebenfalls verbessert werden. Ja, und auch der Austausch von obsoleten medizinischem Gerät steht am Programm. Terrorschutzpaket. 25 Millionen Euro. Auch hier geht es insbesondere darum, die Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten zu verbessern. Durch die Beschaffung von Nachtsichtbrillen, Kampfhelmen für die Miliz, Verbesserung der technischen Aufklärungsmittel wie zusätzliche Sensoren. Ja, und auch das Katastrophenschutzpaket muss beinhalten eine Beschaffung von Fahrzeugen und eine Weiterführung mit dem bereits begonnenen Flottentausch bei den LKWs. Nicht nur das, das wurde auch schon angesprochen, die Beschaffung von Spezialmaschinengeräten wie diverse Bagger-Pioniermaschinen. Und wir müssen und wir werden an der Basis arbeiten. Wir sind dabei, den Grundwehrdienst und die Miliz aufzuwerten. Das ist Teil des Regierungsprogrammes, das wir umsetzen. Unter dem Motto Mein Dienst für Österreich haben wir bereits eine Reihe von Maßnahmen um 10 Millionen Euro jährlich getroffen, die wir bereits präsentieren durften. Warum machen wir das, sehr geehrte Damen und Herren? Die Kinder, die Grundwehrdiener sind die Basis unseres Bundesheeres. Ohne sie gibt es keine Kadersoldaten und keine Miliz. Sehr geehrte Damen und Herren, jeder Euro, der in das Budget des Verteidigungsressorts fließt, das ist ein Euro in die Sicherheit unserer Kinder, unserer Eltern, unserer Verwandten, unserer Familie, am Ende des Tages auch in uns selbst. Wir kümmern uns damit um die Sicherheit. Wir können uns diese nicht zu 100% kaufen. Das mussten wir immer wieder schmerzvoll erst jüngst erfahren. Aber wir können eines sicherstellen, dass unsere Soldatinnen und Soldaten, unsere Zivilbediensteten ihren Auftrag erfüllen können und uns so schützen können. Ich danke Ihnen.
Es gäbe im Bereich Landesverteidigung viel aufzuholen, betont auch Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP. Das erhöhte Budget für das kommende Jahr stimme sie aber optimistisch. Die Verteidigungsministerin bedankt sich in ihrer Rede auch bei den Angehörigen des österreichischen Bundesheeres. Das Heer habe während der Corona-Pandemie gezeigt, was es kann.